Ein absolut gigantischer, ja, fast schon wahnsinniger Tag. 11.815,50 Punkte ist der absolute Megakracher, wenn man sich das hier anschaut, was der DAX heute hier geleistet hat. Heute wollen wir uns mit dem Bereich technische Analyse hier beschäftigen. Dazu nochmal ganz kurz zurück in die Standardfolie. Dirk Krzyzewski ist mein Name. Ich bin kein Angestellter von Lynch und handle auf eigene Rechnung. Ich handle auch nicht fremdes Kapital, sondern nur mein eigenes. Wir befinden uns in der sogenannten Lynch Masterclass und wollen uns heute mit dem Thema technische Analyse, Indikatoren, Chartformationen, Ermittlung von Unterstützung, Widerständen und so weiter, was alles im Bereich so der technischen Analyse hervorzuheben wäre, ein wenig beschäftigen, damit wir uns da gleich von vornherein auch nochmal von der rechtlichen Seite hier absichern und auch verstehen. Ist es natürlich klar, wie immer, die Risikowarnung, die zu jedem Webinar dazugehört. Sollte jedem klar sein, Handel, Spekulation mit Aktien, Optionsscheinen, Zertifikaten, Optionen, Devisen, CFD Futures, was auch immer für derivative Finanzinstrumente es da draußen im großen Markt gibt. Das sind letzten Endes alles Anlagevehikel mit großem Risiko, teilweise eben auch auf Margin und nicht für jeden Anleger geeignet. Und wie man das mit einer Saluntür so schön darstellen kann, schwingt die in beide Seiten. Sprich, man kann beträchtliche Gewinne, aber leider auch beträchtliche Verluste einfahren. Aus diesem Grund schadet es überhaupt nicht, dass man sich hin und wieder auch eines unabhängigen Finanzberaters bedient und obendrein vielleicht auch eines Steuerberaters. Das dazu. Bevor wir in die technische Analyse gehen, hier kurz ein kleiner Marktüberblick, was hier zumindest, was den Stand jetzt vom Vortag noch angeht. Heute laufen wir noch ein Stückchen weiter. Der Cashmarkt hat ja schon zwar geschlossen, aber allein schon in diesem Bereich 17,28 in Richtung 19% Jahresperformance beim DAX kann man schon mal den Hut abziehen. QE, Quantitative Easing von Mario Draghi, lässt grüßen. Das sieht man besonders, wenn man auf die US-Märkte blickt. Und das in diesem Moment ist es auch sehr schwierig, da immer technisch auch noch gleichzeitig die Bremse irgendwo zu ziehen oder die Projektion zu erkennen. Damit wollen wir uns natürlich auch ein Stück weit beschäftigen. Ja, ich lese gerade Ton von wegen, ich hoffe, jeder kann mich soweit gut hören. Und wir steigen dann auch hier direkt einmal ein in den Bereich. Hier Analysemethoden, Analyseansätze. Wir wollen uns heute mit der technischen Analyse beschäftigen. Ich bezeichne dieses Rundherum, wie man es hier mit den Pfeilen sieht, immer als sogenannten interdisziplinären Ansatz. Sprich also, die technische Analyse allein ist nicht immer nur heilbringend und schon allein kein wirklich kein heiliger Gral. Es ist natürlich ein Gesamtansatz in einer Form, für sich herauszufinden. Dieser Punkt technische Analyse, den wir heute erörtern, setzt sich dann mit weiteren Webinaren, die wir noch jetzt im April stattfinden lassen und auch noch im Mai noch stattfinden lassen, fort. Also hier am 8.4. hier schon mal gleich als Ankündigung geht es um die Fundamentalanalyse. Also da geht es hauptsächlich um Dinge wie beispielsweise Bilanzkennzahlen, KGV, Kursgewinnverhältnisse und so weiter. Und am 6.5. wollen wir uns dann noch mit der sogenannten Sentiment-Analyse beschäftigen. Das jetzt hier nur als Vorankündigung. Dieser interdisziplinäre Ansatz, letzten Endes, dass das alles miteinander einhergeht, ist natürlich klar, dass man sich mit einem kurzfristigen Trade-Horizont, sprich im Minuten- bis 1-2-Stunden-Bereich, natürlich nicht langfristig mit solchen vielen Analyseansätzen auseinandersetzen kann. Da geht es eher um einen etwas längerfristigen Horizont, mindestens mal den Tages, wenn nicht sogar aus Swing-Sicht einen Mehrtages- bis Wochenansatz. Da macht es natürlich Sinn, nebst der technischen Analyse auch noch andere Analyseansätze damit hineinzubringen. Hier nochmal kurz die Übersicht, fundamental, Sentiment und technisch. Und hier nochmal die Ankündigung für die nächsten Webinare im Bereich Fundamental, wo wir uns da mit diesen Kennzahlen wie Kursgewinnverhältnis, Kursbuchwertverhältnis und so weiter beschäftigen. Im Bereich der Sentimentanalyse hier auch nochmal die Vorankündigung, Behavioral Finance, sogenannte Anlegerpsychologie und dementsprechend, was da alles mit hineinkommt an Statistiken,
was also quasi in einem Bereich überall als ein Sentiment gilt. Das geht sogar bis in die ganz moderne Analyse. Sogar teilweise gibt es Bereiche Social Media, Social Media Analysis, die ja in einer Form auch ein Sentiment von Anlegern da draußen in der Internetwelt bedeuten. Die technische Analyse an sich beschäftigt sich natürlich mit dem Lesen und dem Interpretieren und dem mit der Analyse eines Charts, von Chartformationen und Chartdarstellungen. Und diese Darstellungen können wir natürlich uns verschieden noch einstellen und natürlich, ob das im Bar-Chart ist, im Candlestick-Chart oder Heikin-Ashi und wie sie alle heißen, die verschiedenen Versionen, wie man sich einen Chart darstellen lassen kann. Obendrein Indikatoren und Trendkanäle und natürlich eben auch die Unterstützung und Widerstände, die man in einem Chart ermitteln kann. Pivotpunkte, das alles werden wir uns gleich anhand der TWS auch anschauen. Und nur als kleine Übersichtsfolie, um nur einmal auszuweisen, was es alles im Bereich, natürlich ist das nicht komplett alles, was es einen großen Teil im Bereich der technischen Analyse alles gibt, an Indikatoren, an Chartvariationen, an Chartdarstellungsvariationen, an Formationen und Trendbestätigungen und so weiter. Hier nur mal eine absichtlich in Anführungszeichen verwirrende Folie, um mal zu zeigen, dass es sehr viel gibt und dass es tatsächlich auch so ist, wie wer zu viel nutzt und zu viel versucht, auf einen Schlag in irgendeiner Form anzuwenden, der sieht irgendwann vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und das möchten wir vermeiden. Also ich habe jetzt einfach nur mal exemplarisch rot gefärbte Indikatoren und Versionen hier aufgeworfen auf dieser Folie, will damit eigentlich nur verdeutlichen, dass man sich die Dinge raussuchen sollte, mit denen man auch klarkommt, mit denen man in irgendeiner Form eine Indikation für sich ableiten kann und in die einem auch persönlich dann eben letzten Endes hilft, ein bisschen mehr durchzublicken und etwaig Schlüsse zu ziehen. Ja, was sollen wir tun? Was können wir im Bereich der technischen Analyse für uns gewinnen? Wir haben natürlich verschiedene Bereiche, die wir uns allein schon von der Chart-Plattform anschauen können. Ich klappe hier nochmal explizit diese hier weg und gehe jetzt mal auch explizit nochmal zum Beispiel auf einen Euro-US-Dollar-Chart. Und werde den einfach mal jetzt auch öffnen. Mir geht es hauptsächlich nur darum, nur einfache Dinge schon einmal am Anfang zu zeigen. Wir sprechen hier natürlich von einem sogenannten Candlestick-Chart. Das sollte natürlich der ein oder andere vielleicht schon gesehen haben oder die Profis unter Ihnen natürlich selbstredend gesehen haben. Natürlich gibt es die Möglichkeit, sich anstatt dieser Candlesticks verschiedene Varianten anzeigen zu lassen, ob das jetzt der Linienchart ist, ob das der sogenannte Bar-Chart ist oder der Heikin-Ashi. Es geht hauptsächlich darum, einmal nur zu erklären, dass dieser, der so einfach eigentlich für jeden mittlerweile als selbstverständlich vielleicht auch gilt, diese Art des Chartes, dann doch eigentlich die sinnvollste Art ist, sich eine Kerze, einen Zeitraum darstellen zu lassen. Es geht hauptsächlich darum zu erkennen, dass man mit diesen Candlesticks Hochpunkte, Tiefpunkte, Eröffnungen und Schlusskurse dementsprechend in einem Zeitraum allein schon ablesen kann. Und das ist letzten Endes auch noch weit in der Geschichte zurückzugehen, fängt eigentlich damit an, dass man damals in Japan Reisberechnungen visualisieren wollte und die besser irgendwie darstellen wollte. Das ist schon ewig her. Das wollen wir jetzt auch explizit auch ausblenden. Wir gehen jetzt hier nochmal ein paar Stücke weiter, damit wir in die mehr horizontale Linie gibt es noch hier, die können wir auch gleich nochmal zeigen, Trendlinie, die gehe ich jetzt extrem schnell einfach nur durch, nur um zu zeigen, was es alles gibt. Gap als Kurslücke, was wir heute Morgen im DAX zum Beispiel gesehen haben, all das werden wir gleich hier im Chart nochmal kurz ausweisen. Ich will einfach mal zum ersten Indikator auch schnell mal durchblättern. Sie wissen, wie schnell die Zeit sonst da rumgeht. Kopf-Schulter-Kurven, V-Formationen. Wir sind gleich im Bereich der Folie 39 bei dem RSI. So. Da sind wir.
Jetzt beispielsweise der erste Indikator, der einer der am meisten verwendeten Indikatoren draußen am Markt ist und auch sehr oft mittlerweile, viele Jahre jetzt mittlerweile auch schon von den Medien aufgegriffen wurde. Teilweise wurden sogar Produkte auf diese Art dieser Indikatoren aufgelegt. Dementsprechend wurde dann erläutert, wann man in einen Markt am besten ein- bzw. aussteigt oder sofern eben auch möglich in einen Markt Short hineingeht oder in einen Markt Long hineingeht mit dem einen oder anderen Basiswert. Jetzt geht es hauptsächlich darum zu erklären, dieser RSI-Indikator, also relative Stärke bzw. relative Strength Indicator, ist ein Indikator, der eine überkaufte und eine überverkaufte Marktsituation für uns ausweist. Der RSI-Indikator macht nichts anderes, als mittels einer Signallinie quasi uns einen überkauften und überverkauften Markt mit einem gewissen Wert darzustellen. Wert, also ein Wert kleiner 30 deutet dann auf einen überverkauften Basiswert hin und ein Wert größer 70 auf einen überkauften. Das können wir uns jetzt auch in der Plattform einfach anschauen. Wir gehen hier zum Beispiel einmal, ich habe immer noch eine Erkältung, wenn ich immer wieder huste, ich hoffe, hier fliegt nicht der Kopfhörer weg oder der Lautsprecher. Gehen wir hier zum Beispiel mal auf einen Max-Chart und ruhig auch mal auf einen Monatschart, ruhig mal einen langfristigen angucken. Aktualisieren uns das. Und dann gehen wir in diesem Bereich einfach mit der rechten Maustaste in den Chart, in die Chartparameter hinein. Können aber auch hier genauso unter Studie hinzufügen draufklicken. Also wir haben beide Möglichkeiten. Hier haben wir den Relative Strength Indicator gleich zu finden. Dann kommt hier die sogenannte Chart-Einstellung. In dieser Chart-Einstellung können wir den RSI einmal noch für uns etwas personalisieren oder auf Standardeinstellungen zurücksetzen oder auf spezielle Einstellungen einsetzen, beispielsweise hier eine Zeitperiode ändern, also eine Standardeinstellung von vielen ist zum Beispiel auch eine 14. Das bedeutet, bei diesen 14, wir sind hier in dem Monatschart, das wäre beim Tageschart oder 4-Stunden-Chart genau das gleiche, es bezieht sich auf die letzten 14 Kerzen. Ja, darauf bezieht sich dann diese Berechnung. Die kann man hier dann eben nochmal auswählen und obendrein, was natürlich auch noch Sinn macht, sich den auch so darzustellen, dass man ihn vielleicht etwas besser sieht. Also sprich in einer anderen Farbe darstellen. Und dann drücken wir Anwenden und drücken OK. Und dann haben wir schon unser Indikatorfenster hier unten geöffnet. Was wir natürlich noch ein bisschen in der Breite abändern können. Jetzt hat er meine Farbe nicht übernommen, weil ich das nicht bestätigt habe. Kann ich nochmal ändern, indem ich einfach hier nochmal drauf gehe. Okay. Anwenden. Und schon habe ich eine rote Linie für mich erzeugt, die mir jetzt hier auch zum Beispiel, wenn ich hier drauf gehe, mit einem grauen Kästchen oben links dann im Bereich, wie Sie hier gerade sehen, vielleicht, es ist etwas klein, das gebe ich gerne zu, lässt sich leider nicht großartig hier vergrößern in dem Bereich, wird uns jetzt hier für diesen Handelstag, für diesen Bereich hier ein RSI-Wert von 20,457 ausgeworfen. Wir sind hier im Monatsbereich, sprich also selbst auch im Monatsbereich gilt Euro-US-Dollar mittlerweile schon als sehr stark überverkauft. Natürlich, wie wir das auch beim DAX sehen, umgekehrt ist der DAX aktuell technisch betrachtet sehr stark überkauft, aber ein Markt kann auch noch eine ganze Weile in diese Richtung laufen. Ich beschreibe das immer gerne mit der Tatsache, Sie fahren mit 250 über die Autobahn und geben Vollgas und irgendwann hören Sie auf, Gas zu geben, aber dann fährt Ihr Auto noch eine ganze Weile weiter geradeaus, bis es irgendwann mal überhaupt möglich ist, ansatzweise den Rückwärtsgang einzulegen. Dann können Sie ja nicht bei 130 oder sonst was einlegen. Also das geht sonst schief. Und so ist das auch mit beispielsweise irgendeinem Basiswert, der auf eine Art überkauft oder überverkauft in eine Richtung stark ausbricht, bis es zu einer sogenannten Reverse-Bewegung kommt, sprich also in dem Fall wieder eine Nordwärtsbewegung in den neutralen Bereich, kann es natürlich noch ein Stückchen dauern. Aus diesem Grund versucht man auch noch zusätzlich zu diesem Indikator RSI
natürlich auch noch ein paar andere Tools, ein paar andere Chartparameter, ein paar andere Projektionen, sich in irgendeiner Art herzuleiten. Wie machen wir das? Das können wir zum Beispiel mit den sogenannten Fibonacci Retracements machen. Auch hier explizit nochmal die Folie natürlich aufgeworfen, was hier die Fibonacci Retracements betrifft. Auch hierzu eine Sekunde, ich blätter auf diese Folie. Es geht hauptsächlich darum, nur mal kurz herzuleiten, Fibonacci. Was zur Hölle ist das für denjenigen, der das noch nie gehört hat? Das ist ein Mathematiker, ein Italienischer, der hat das dementsprechend erfunden. Daher kommt das. Sind letzten Endes Zahlenreihen mit nächstfolgenden Zahlenreihe, die ergeben sich ja dementsprechend durch die Addition ihrer beiden Vorgänger und so weiter. Und man hat hauptsächlich jetzt, sei das jetzt beispielsweise wie eben visualisiert anhand des Euro-US-Dollar, aber auch an beispielsweise sehr liquiden anderen Basiswerten wie dem DAX oder auch größeren US-Aktien immer wieder festgestellt, dass an diesen sogenannten Fibo-Retracements, an diesen Linien, die sogenannten 38,2, 50-prozentige und 61,8-prozentige zum Beispiel Fibo-Line auch immer wieder in einer Form Kursreaktionen stattfinden, wo ein Basiswert kurzfristig dort Halt macht, dort kurzfristig auch dreht, entweder Intraday oder Intraweek, je nachdem, was für einen Chart Sie halt eben letzten Endes handeln, also welchen Zeitraum Sie handeln. Und auf diese Art und Weise können Sie durch diese Fibo-Lines, durch diese Fibonacci-Retracements sich ein wenig Kursprognosen für sich selbst erstellen, wo ein Markt hinlaufen könnte und wo er möglicherweise kurzfristig mal Stop inhält oder auch kurzfristig hier mal abdreht. Das Ganze sieht visualisiert an einem Chart bei der TWS dann so aus. Das wollen wir jetzt hier auch gleich nochmal einstellen. Bei dem Euro-US-Dollar-Chart bleiben wir da einfach und zeigen dort mal, wie solche Fibonacci-Retracements wirken, beziehungsweise wie diese eingezeichnet werden. Gehen wir hier nochmal auch aus dieser Folie raus, nochmal zurück in den Chart. Ich muss immer mal zwischendurch was. Elende Erkältung, ich hoffe, die ist an Ihnen vorbeigegangen. Gehen wir auf eine beispielsweise jetzt auch noch auf einen längerfristigen Bereich, wie wir das hier auch gerade sehen. Dann sehen wir auf einem Chartbild immer Hochpunkte und Tiefpunkte. Wenn wir jetzt beispielsweise uns langfristig betrachten, sehen wir natürlich hier das Allzeithoch im Euro-US-Dollar-Kurs. Dann sehen wir hier ein Zwischentief, beispielsweise hier die 1,1876,50. Und sehen hier dann auch nochmal hier ein Zwischentief, zum Beispiel das letzte bekannte Zwischentief. Das war hier in dem Bereich vom, muss ich gerade mal schauen, im Bereich des Juli 2012. Und da sind wir hier in dem Low bei 1,20,42,25 und haben hier dann das letzte bekannte Hoch. Auch das muss man dann in dem Fall ermitteln, knapp bei der 1,40, in dem Fall hier die 1,39,73. Jetzt machen wir nichts anderes, indem wir sagen, wir werden von dem letzten bekannten Tief zu dem letzten Hochpunkt hier eine Fibo-Analyse anlegen. Die finden wir auch mit der rechten Maustaste, indem wir hier einfach auf diesen Bereich Fibonacci-Linie hinzufügen, draufklicken. Dann kommt hier sehr, sehr schlecht wahrscheinlich für Sie zu sehen, kommt mit dem Mauscursor dieses Fadenkreuz, was Sie hier quasi sehen, als würden Sie auf jemanden schießen. Und dann legen Sie das auf diese, auf diesen obersten Punkt an und ziehen es auf den letzten Tiefpunkt hier. Dann können Sie auch noch in dem Bereich, wo Sie die ganzen prozentualen Zahlen sehen. Wenn Sie da auch noch festhalten, können Sie auch noch sehen, wo Sie ungefähr hin müssen. Sie erinnern sich an diese 1,20,42,5, die haben wir ganz gut getroffen. Und dann werden uns sogenannte Fibonacci Retracements, Fibo Lines, also Linien, ausgeworfen von der Handelsplattform. Das erzeugt für uns die TWS hier. Und wir machen jetzt auch nichts anderes hier nochmal. Das können wir als Standard hier ein bisschen uns besser verdeutlichen, indem wir einfach hier Balken die Breite der Trendlinien ein wenig dicker machen, damit wir es einfach ein bisschen besser sehen. Und zwar nur die Standardlinien, das zeige ich Ihnen auch nochmal gerade,
geht hauptsächlich um die bekannten Standardlinien, die A100er, die 61-8er, die 50er, die Volinie, die 38-2er und, ne, und 23-6er. So. Diese Linien werden einfach mal ein bisschen dicker dargestellt. Jetzt haben wir ja als eine quasi Fibonacci-Projektion ausgeworfen bekommen von dieser Plattform eine 161,8%ige Fibonacci-Projektion. Die befindet sich beim Kurs von 1,0844 €. Entschuldigung. Also für 1 Euro 1,0844 $. Umgekehrt natürlich. Vor lauter. Das werden wir uns auch noch mal ein bisschen dicker hier visualisieren. So, und wenn wir jetzt beispielsweise den Chart auch nochmals ein wenig stauchen, bekommen wir, na, das wird natürlich ein bisschen jetzt hier, so, bekommen wir, wenn wir den Chart nach unten noch ein bisschen stauchen, bekommen wir die nächste Projektion schon ausgeworfen. Ja, diese nächste Projektion ist hier in diesem Bereich, der 261,8%ige, auch nochmal eine Fibonacci-Line. Und siehe da, die kommt hier rein von der Handelsplattform hier, die kommt hier rein bei dem Bereich 89. Wenn wir jetzt hier absolut ganz akkurat angelegt hätten, 0,88 €60er, dann wären wir quasi hier mit einer Projektion, mit einer Kurszielprognose für längerfristig, das ist schließlich auch ein Monatschart, werden wir hier deutlich unterhalb der Parität bei Euro-US-Dollar. Wir sehen also, wenn Sie Kurszielprognosen auch von großen Investmentbanken, ob das jetzt Goldman Sachs oder Deutsche Bank oder die Commerzbank oder jedwede Großfinanzinstitution, die Kurszielprognosen auch für Währungspaare und für Aktien und so weiter auswirft, wenn Sie die lesen und auch bekommen, dann kriegen Sie diverse Werte und Sie fragen sich bestimmt auch manchmal, wie kommen die denn auf diese Werte? Ist das alles Würfeln oder ist es in irgendeiner Form berechnet irgendwie? Letzten Endes ist es die Charttechnik, die in den Analysten da auch das Leben ein Stück weit leichter macht, aber auch ein Stück weit Self-Fulfilling Prophecy eben. Gerade jetzt hier im Bereich, wo wir hier Devisenmarkt haben, aber auch natürlich bei anderen großen Märkten, dass wir hier durch diese Kurszielprognosen, durch diese Fibonacci-Projektion eine schöne Kurszielprognose hier bekommen. Also in dem Fall auf längerfristig bis 2017 beispielsweise hat hier heute die Deutsche Bank ein Kursziel ausgegeben von 0,85. Sie sehen, das ist also noch ein Stück weit runter. Da sind wir bis zum Jahr 2017 angeblich in Richtung unterhalb der Parität unterwegs. Und wenn wir die Zinsentwicklung und so weiter uns da anschauen, kann das gut sein. Das jetzt nur zu diesen Kurszielprognosen. Umgekehrt gilt das Gleiche natürlich auch nicht nur südwärts, sprich auf der Short-Seite, sondern natürlich auch nordwärts. Da kann man sich genauso auch Projektionen erzeugen lassen. Die muss man eben dann dementsprechend nur andersherum anlegen. In dem Fall, dass die Projektion nicht nach unten, sondern nach oben angezeigt wird. Sprich also gerade umgekehrt. Jetzt schließe ich hier nochmal den RSI-Chart, den ich einfach hier sage. Indikator entfernen. Haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Jetzt können Sie natürlich auch noch zusätzlich wirklich ganz einfache Dinge natürlich hier in dem Bereich machen. Das gehört natürlich auch zur Chartanalyse hinzu. Verbinden Sie beispielsweise den längerfristigen Abwärtstrend, indem Sie mehrere Abwärtstrendlinien beispielsweise einfügen über die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte. Einmal, zweimal über die exakten Hochpunkte der Kerzen und so weiter und so fort. Sie lassen einfach die Maus los, der Strich bzw. die Trendlinie bleibt bei uns erhalten. Natürlich kann man die auch noch nachbessern, indem man einfach auch sagt, ich lege die nochmal genau explizit hier auf das absolute Top. Könnte die natürlich auch noch perfektionieren, indem ich in kleinere Timeframes gehe und die jeweilige Linie natürlich auch direkt dann auf das Hoch bzw. je nachdem, woher sie kommt, auch auf das Tief lege. Langfristige Aufwärtstrends, langfristige Abwärtstrends lassen sich auf diese Weise nochmal zusätzlich visualisieren.
Das dient nur einfach nur dem klaren Bild von wegen, inwieweit befindet sich ein Basiswert langfristig in einem Abwärts- bzw. Aufwärtstrend. Das nur als Unterstützung. Es ist klar, dass auch innerhalb eines Tages oder auch in jedem Timeframe, wie wir das uns beispielsweise vorstellen können, ob Minute, 4 Stunden, Tag oder Monat, dass natürlich eine Trendlinie nach oben kurzfristig angekratzt, durchbrochen werden kann und dementsprechend intraday auch wieder nach unten abfallen kann. Es geht hier letzten Endes nur um eine langfristige Visualisierung eines Trends. Das hier zu dem Thema Trendlinie nochmal. Jetzt wollen wir noch ein Stück zu einem anderen Indikator wechseln, den wir auch noch zur Verfügung haben. Das ist der sogenannte MACD. Da können wir auch nochmal zusätzlich auf die TBS zurückgreifen gleich. Vorher werden wir nochmal kurz auf die Folie wechseln. Im Fall Folie 40 hier nochmal kurz aufzurufen. Also es geht letzten Endes nur mal kurz um die Erläuterung, warum heißt das Kindchen eigentlich MACD. Letzten Endes für die Abkürzung dafür, für sogenannte Moving Average Convergence Divergence. Also mit anderen Worten, Nomen ist oben heißt es. Es handelt sich hierbei um zwei gleitende Durchschnitte. Und diese zwei gleitende Durchschnitte, die sind letzten Endes die Grundlage zur Berechnung dieses MACD. Weil eben diese zwei gleitenden Durchschnitte, die werden dann innerhalb dieses Indikators, natürlich nicht von Ihnen, sondern mittels der Handelsplattform, mittels der Berechnung, voneinander subtrahiert. Und es gibt natürlich bei diesem Indikator, wie auch beim RSI eine Signallinie, gibt es auch bei dem MACD diverse Signallinien bzw. Darstellungslinien. Und die signalisieren uns in diesem Fall bei Kreuzen, bei Überkreuzen, ein Kauf- bzw. ein Verkaufssignal. Also jetzt hier in dem Fall ein Signal für Kauf und Verkauf, so wie das bei jedem anderen Indikator als unterstützende Arbeit eben auch sein soll. Diese sogenannte Triggerlinie, diese sogenannte Signallinie, ja, die erzeugt letzten Endes dieses Signal. Und das schauen wir uns natürlich jetzt hier auch im Chart nochmal ganz kurz an. Einfach ausgedrückt hier, steigender MACD-Wert bestätigt Aufwärtstrend und umgekehrt fallender den Abwärtstrend. Auch hier gehen wir weiter vor in diesem Euro-US-Dollar-Chart, werden uns mit dem Bereich rechte Maustaste Studien zufügen, nochmals auch, ne, das ist weggerutscht, Moving Average Convergence Divergence. Hoppt wieder das typische Chart-Einstellungsfenster auf. Auch hier gibt es natürlich Möglichkeiten, das letzten Endes anhand der Perioden hier dieser Durchschnitte ein wenig abzuwandeln. Es empfiehlt sich einfach, den Standard hier zu verwenden. Letzten Endes, der Standard wird sehr oft, meistens ja eigentlich überall verwendet. Aus dem Grund macht es dann wahrscheinlich auch Sinn, den auch hier beizubehalten. Den können wir natürlich farblich noch ein Stück weit abändern. In dem Fall zum Beispiel können wir uns die MACD-Linie als rot zum Beispiel ein Stück weit noch kurz abändern. Einfach aus dem Grund, weil es voneinander besser abzusetzen ist. Sieht einfach ein bisschen besser aus. Und den werden wir uns schwarz färben, den Oszillator. Na. Zurück nochmal. Schwarz. Zack. Die Signallinie lassen wir blau. Auch hier drücken wir natürlich wieder anwenden. Und okay, und schon sind wir in diesem Bereich dieses MACD-Indikators. Was gibt es zu dem Indikator selbst noch von dieser Art hier zu sagen? Es geht hauptsächlich darum, nochmals darauf hinzuweisen, dieser Herr, der sich damals diesen MACD ausgedacht hat, der Herr Apple, also nicht Apple wie die Firma, sondern Apple eher, der hat das 1979 als Mathematiker entwickelt und hat natürlich da noch viel berechnet und gerechnet. Mittlerweile wird das alles automatisiert von diesen Handelsplattformen erledigt. Letzten Endes hier bei dieser Standardeinstellung von dem Gerhard Apple
haben Sie diese zwei voneinander zu subtrahierenden exponentiellen geglätteten Durchschnitte. Die werden in zwei unterschiedlichen Längen berechnet. Das habe ich Ihnen eben bei der Einstellung eben nochmal gezeigt. Können wir auch nochmal ganz kurz drauf gehen, indem wir hier Indikator bearbeiten nochmal drücken. Dann sehen wir nochmal dieses Pop-up-Fenster hier, Periode des ersten Durchschnitts 12, dann die EMA, Second Base Average, und dann hier Periode des zweiten Durchschnitts 26 und Signaldurchschnitts 9. Also letzten Endes bei einer Darstellung im Tageschart zum Beispiel, ja, in dem Fall hier haben wir einen Monatschart, gut, bleiben wir jetzt bei der Monatszahl, bezieht sich das auf die letzten 12 Monate, also auf die letzten 12 Kerzen. Eine Kerze ist ja ein Monat. Umgekehrt, ein Monat ist eine Kerze, so. Und dann gibt es natürlich noch den 26-monatigen Durchschnitt. Berechnen Sie das genauso gut auch auf dem Tageschart, auf dem 4-Stunden-Chart. Es gelten ja natürlich immer die gleichen Regeln. Die letzten 12, 9 bzw. 26 Kerzen sind dann da in diese Berechnung mit hineingeflossen. Jetzt wird es nichts anderes gemacht mit diesem Indikator. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie subtrahieren jetzt nun diesen 26er-Durchschnitt vom 12er-Durchschnitt und dann erhalten Sie eine Wertereihe. Und diese Differenz, also diese 12er und 26er, ergibt auf diese Art und Weise diese MACD-Linie. Und diese MACD-Linie, die wir hier rot eingefärbt sehen, ja, die haben wir ja uns hier rot ausgesucht, die oszilliert dann letzten Endes um eine Nullerlinie herum, also in diesem sogenannten Chartdiagramm. Und die zweite Linie, das ist dann die blaue Linie, die wir ja auch unten im Bereich des Indikators sehen, das ist die Signallinie. Und obendrein wird dann noch dieses sogenannte Osma, wie wir das hier sehen, das besser zu bezeichnen, das Histogramm, eingeblendet. Mit diesen Balken, die können Sie dann sehen, wie weit sich dann quasi die Nullerlinie entfernt befindet. Da kann man also besser das noch erkennen, wo ist letzten Endes eine Nullerlinie und wo ist es negativ, wo ist es positiv. Das kann man hier beispielsweise ganz schön erkennen. Das ist die Nullerlinie. Wenn wir jetzt hier ganz links hinüberschauen, ich hoffe, das kann man ansatzweise sehen, dann ist ja hier dieser Nullerwert in der Skala. Und das wird hier, ich gehe jetzt nochmal und mache das Fenster kurz zu. Und dann kann man hier sehen, also beispielsweise, das ist dieser Nullerbereich dieses Oszillators und beispielsweise ein stark nach unten gerutschter Wert in dem Bereich hier, ein großer schwarzer Balken ins Negative und oben rein hier stark im Bereich nach oben gezogen, verdeutlicht dann letzten Endes, wie weit diese Entwicklung, diese Bewegung von der Nullerlinie entfernt ist. Diese Differenz zwischen diesem MACD und dieser MACD-Triggerlinie, ja, das ist ja letzten Endes so, dass sie schneidet die Triggerlinie, also schneidet die Triggerlinie letzten Endes dann diese MACD-Linie, so liegt dann keine Differenz mehr vor. Und in der Form wird dann dieser Balken nicht angezeigt. Das sehen wir ja dann beispielsweise in diesen Bereichen. So, letzten Endes, wann generiert dieser doch vielleicht ein wenig kompliziert wirkende Indikator, wann generiert der ein Long-Signal? Es ist letzten Endes so, dass dieser MACD-Indikator ein Long-Signal generiert, wenn diese MACD-Linie, also die rote, die Signallinie, in Klammern, das muss man sich vorstellen, dass das Ding auch Trigger genannt wird, von oben nach unten kreuzt. Ja, also von oben nach unten kreuzt. Das ist ein Long-Signal. Und umgekehrt, wenn das beispielsweise so verläuft, von oben nach unten durchbricht, dann wird ein Short-Signal für den Markt für den jeweiligen Basiswert indiziert. Das Gleiche gibt es dann noch weiterentwickelt. Das würde jetzt die Lehrstunde hier quasi auch sprengen, wenn wir den MACD noch weiter in Richtung negative und so weiter Divergenz noch ausführen werden. Sonst kommen wir zu den anderen Indikatoren nicht mehr. Aber natürlich, das möchte ich Ihnen letzten Endes noch kurz nachliefern. Sei das beispielsweise englische charttechnische Lehrstunden, also quasi die man auf der via Google findet, oder beispielsweise auch bekannte deutsche technische Analyseseiten. Sie werden
Mit an Sicherheit kannst du eine Wahrscheinlichkeit mindestens 4 oder 5 deutsch geschriebene Analyseseiten finden, wo der MACD nochmal, so wie ich eben gerade erläutert habe, erläutert wird. Vielleicht mit anderen Worten, aber doch ungefähr in diese Richtung. Gehen wir jetzt noch zu einem weiteren Punkt, und zwar die sogenannten Pivots. Auch das sind noch zusätzlich Tools quasi, die uns Prognosen erleichtern, beziehungsweise uns eine ungefähre Projektion in einer Form auch ausweisen, wo ein Markt ansatzweise hinlaufen kann, wo er quasi antesten könnte und wo man vielleicht Shorts oder nochmal Long Setups in den Markt begeben kann. Auch das nochmal auf der Folie kurz. Der sogenannte Pivot Point. Ich habe das hier mal an dem Bereich des DAX, Entschuldigung, hier steht FDAX, das stimmt nicht, das soll der DAX sein. Also ich rede hier vom Cashmarkt, wenn ich diese Zahlen hier jetzt gerade ausweise. Hier geht es hauptsächlich darum, nur mal kurz zu erläutern, wie das überhaupt zustande kommt, wie diese Pivot Points überhaupt hergeleitet werden, wie die errechnet werden. Und dann können Sie sich beispielsweise aufgrund der jeweiligen Hoch-Tief-Schlusskurse und Eröffnungskurse, dem auch mit einer Formel allein schon mal diesen Grund-Pivot-Point ausrechnen, sogenannten PP-Pivot-Point, indem Sie High plus Low plus Close durch 3 rechnen. Und dann kämen Sie in dem Fall bei der jetzigen Darstellung hier mit dieser Berechnung auf einen Wert von 11.493,6. Das Gleiche habe ich heute mal hier auf den heutigen DAX nochmal berechnet. Und zwar spreche ich hier von dem heutigen Schlusskurs. Wir haben ja bereits 17.45 Uhr deutlich passiert. Dementsprechend sind das die heutigen aktuellen Zahlen, die da reingeflossen sind in diese Berechnung, wo der DAX, wohlgemerkt der Cash-DAX, der Cashmarkt, geöffnet hat, wo er letzten Endes, das ist ja die alte, vorher, die von gestern, genau, so rum, genau, für die heutigen Pivots, genau, ausgerechnet. Und dann haben wir beispielsweise hier das letzte Low, das letzte High und den Open und den Close, und dann können wir uns den Pivot-Point daraus errechnen, 11.493,60, und aufgrund dieser Zahl, dieses Pivot-Points, 11.493,60, bekommen wir dann ausgeworfen durch Formeln auch wieder, die ich Ihnen auch nochmal gleich zeige, letzten Endes Resistances, also sogenannte Widerstände, und Supports, sogenannte Unterstützungen. Das macht die Software für uns alleine, wenn wir draufklicken. Da brauchen wir nicht umständlich rechnen. Es geht einfach nur darum, einmal zu verstehen, woher das kommt, wie es funktioniert. Und dann kann man es, wenn man es vielleicht näher schon mal verstanden hat, vielleicht auch sich ein wenig mehr im Chart dann später bei dem Indikator selber auch vorstellen und vielleicht ein bisschen mehr damit anfangen. Das sind allgemein gültige Formeln. Finden Sie über Wikipedia, finden Sie über jedes andere Traderhandbuch, finden Sie über jede Marktberechnungssoftware, auf jeden Fall sehr, sehr einfach zu finden. Und damit können Sie jeden Basiswert mit Tagesschlusskurs natürlich beispielsweise, ob das jetzt der DAX ist, um 17.35 Uhr, 17.45 Uhr mit Schlusskursen, oder ob das der X-DAX ist, beziehungsweise der F-DAX nach 22 Uhr, dann für den nächsten Tag das sich beispielsweise entweder errechnen lassen oder errechnen. So, da sind wir jetzt hier in dem Bereich hier nochmal gewesen vorhin mit den Hochs und den Tiefs. Das ist jetzt der heutige aktuelle DAX-Cash-Markt. Da war das nochmal darauf ausgerechnet. Da kommen wir zum Beispiel hier mit dieser Pivot-Line 11.628.54 auf einen Widerstand bei 11.725 und auf den nächsten Widerstand bei 11.919.52. So, und da sind wir ja direkt zwischen diesem Widerstand 1 und Widerstand 2. Sind wir ja direkt mit den 11.822,50 jetzt hier aktuell drin. Das ist letzten Endes der Pivotpunkt. Das werden wir jetzt hier auch nochmal kurz einbringen in diesen Chart. Natürlich lasse ich jetzt auch den Euro-US-Dollar-Chart einfach offen, damit wir nicht dauernd hier hin und her schalten, den MACD hier in dem Fall jetzt auch entfernen. So.
und werde jetzt einfach wie jeder andere Indikator rechte Maustaste Studie hinzufügen und dann finden Sie in dieser Übersicht, finden Sie den sogenannten Pivot Points Indicator hier. Auch wieder gleiche Vorgehensweise, Pop-up. Und in dem Fall werden wir jetzt hier nicht großartig mit Farben experimentieren, weil das einfach zu viel Zeit kostet. Und hier die globalen Pivot Points Farben verwenden. Ganz normal anwenden drücken. Und in dem Fall dann OK. Und Ihnen werden dann letzten Endes, wenn Sie hier auf den Chart draufklicken, dann die Pivot Points für diesen Monatsbereich hier, beispielsweise dieser Monatschart ist es ja, letzten Endes eine Kerze, ein Monat, dann dafür ausgeworfen. Wir können das auf Tages- und auf 4 Stunden natürlich beziehungsweise noch auch abändern. Sinnvollster, auf sinnvoller Weise ist es natürlich mit einem Tageschart zu machen, weil man da noch ein bisschen mehr eheren Überblick bekommt. Hier sind zum Beispiel jetzt diese Werte links in dem grauen Kästchen ausgewiesen. Links oben im grauen Kästchen haben wir ja ungefähr in der Mitte hier den Pivot Point, der hier schon beim Wert 1,07 ist. Und dann haben wir jeweilige Support 1, also Unterstützung 1 und Support 2, Unterstützung 2 hier ausgewiesen bekommen von der Plattform. Da sind wir bei einem Wert von 1,55,83, das als Support 2. Und wenn wir jetzt beispielsweise uns noch auch, das geht genauso auch nochmal einen Support 3 ausrechnen, dafür gibt es auch noch eine Formel, da können wir uns weiter runter noch dann in Richtung der 1,540er, 35er Zone dann schon denken. Hier hängen wir gerade übrigens mit dem Euro-US-Dollar-Kurs hier auf der Tagesbasis, 1,535 aktuell. Ja, der Euro fliegt uns um die Ohren, der wird abwerten und abwerten und abwerten. Das ist der reinste Kapitalexport, der da stattfindet, weil es letzten Endes auf längere Sicht nun mal eine Währung gibt, die in absehbarer Zeit diesen Wettlauf der Zinsabwertung nicht mehr mitmacht. Die Amerikaner haben ja gesagt, sie werden demnächst leicht erhöhen. Und zumindest ist das in absehbarer Zeit wohl angedacht. Ob das jetzt Juli, August oder doch September ist, ist eigentlich jetzt erstmal wurscht. Es entwickeln sich in dem Fall hier beide Währungsräume voneinander weg und dementsprechend passiert das Ganze hier auch. Und Quantitative Easing ist natürlich logisch, tut sein Übriges dazu. Das nur von der fundamentalen Seite, die das Technische hier noch zusätzlich unterstreicht. Das heißt also auf lange Sicht, wie wir uns das vorhin auch mit der Projektion durch Fibus hier visualisiert haben, was die technische Analyse uns hier ermöglicht, haben wir hier noch ein paar Zwischenschritte natürlich, bis wir unter die Parität rutschen. Aber über die nächsten Monate und über das nächste Jahr kann das zumindest deutlich passieren. Jetzt muss ich nochmal schauen, in welchem Bereich wir hier noch zusätzlich reingehen. Und zwar hatte ich noch, noch einen weiteren Indikator nochmal für Sie vorbereitet. Muss ich ja nochmal gerade schauen, bevor ich da den falschen jetzt nochmal aufwerfe. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf einen DAX-Chart, um das zu verdeutlichen. Ja. Und ändern hier nochmal kurzfristig Tagesübersicht. Minuten und aktualisieren. So, das Ganze können wir uns natürlich jetzt noch ein Stück ziehen. Ich muss noch gerade schauen, ob das Sinn macht hier. Nee. Dann werden wir noch ein Stück weit in den Bereich kurzfristiger machen. Nur mal um zu visualisieren, dass wir hier ein sogenanntes Gap finden. Schauen wir da gerade nochmal. So, jetzt haben wir den 11. März, 10. März
Und sehen wir hier beispielsweise das Hoch 11.528, 22, das Low 11.485. Also wir merken uns hier 11.528. Dann haben wir hier nochmal die nächste Eröffnung dann von heute Morgen. Und dann sehen wir beispielsweise das Low bei 11.531, die Eröffnung bei 11.531,55, dass wir ein absolut klitzekleines Gap von ein paar Punkten haben. Das ist dann sogenannte Gap, die sogenannte Kurslücke. Und diese sogenannten Gaps, da gibt es halt verschiedene Varianten. Ob das jetzt Exhaustion Gap ist oder ob das jetzt Breakaway Gap ist oder ob das Common Gap ist. Also ist letzten Endes ein Gap, eine Kurslücke. Und diese Kurslücke lädt immer dazu ein, in einer Form dann doch mal zu versuchen, einen sogenannten Gap-Close, also einen sogenannten Gap-Close zu spekulieren. Heute ging der deutlich in die Hose, auch bei mir. Denn das Gap wurde nicht geschlossen. Man ist schön nach oben weggepeitscht. Und wie so oft in den letzten Tagen, in dem Fall, hat hier die fundamentale Datenlage bzw. die Rede von Herrn Draghi in Frankfurt hier heute nochmal ein Stück weit dazu beigetragen, dass die technische Analyse in dem Zeitpunkt, wo Herr Draghi spricht, Makulatur wird. Das muss eben klar sein, in dem Moment, wo es fundamentale Daten gibt, volkswirtschaftliche Daten und so weiter. In dem Moment ist die technische Analyse von keinem Erfolg gekrönt. Wir wechseln hier nochmal den Euro-US-Dollar-Chart zurück. So. Und gehen hier nochmal in den Max-Chart zurück mit den Monatsbalken. So. So, dann gehen wir noch ein Stück weit zu einem anderen Bereich. Das nennt sich die sogenannten Bollinger Bands oder vielmehr auf Deutsch gesagt die sogenannten Bollinger Bänder. Diese Bollinger Bänder bestehen letzten Endes aus drei Linien, wie man so schön sagt. Hier auch nochmal explizit die Folie, die ich Ihnen aufrufen werde, um das hier nochmal ganz kurz zu zeigen. Diese Bollinger Bänder sind unterteilt in letzten Endes die wichtigeren Boll 1 und Boll 2. Das sind diese zwei Kursbänder, die Sie gleich sehen werden im Indikator. Und die haben einen gewissen Abstand. Und dieser Abstand ist letzten Endes, dieser Abstand visualisiert Ihnen ja letzten Endes diese Schwankungsbreite von Kursen, inwieweit letzten Endes ein Kurs deutlich oberhalb oder unterhalb eines gleitenden Durchschnitts liegt. Mit diesen Bollinger-Bändern, ich habe es eingangs eben gerade gesagt, es gibt drei Linien. Sie haben Boll 1 und Boll 2 und Sie haben die Signallinie bzw. die gleitende Durchschnittslinie in der Mitte. Ja, also das heißt also, explizit hier ganz einfach zu erläutern, Kursverläufe oberhalb des gleitenden Durchschnitts sind ein Signal für den überkauften Markt und Kursverläufe unterhalb für einen überverkauften Markt. Das ist also nochmal eine andere Art, eine andere Art und Weise, einen überkauften und überverkauften Markt nochmal mit einem anderen Indikator zu visualisieren. Das ist Geschmackssache. Ich für meinen Fall finde den RSI am einfachsten mit der Signallinie, der mir dann sagt, wann überkauft und überverkauft ist. Dann können wir hier genauso auch wieder alte Art Studie hinzufügen und suchen uns hier den Bereich Bollinger Bands aus. Auch hier können wir natürlich hier nochmal zusätzlich noch Farben ändern. Das werde ich jetzt auch nochmal ganz kurz tun, allein nur, weil es einfacher ist, das dann zu erkennen. Ich mache es jetzt mal blau in dem Fall hier und werde auch die untere blau machen. Und die andere rot und dann anwenden und okay. Also in diesem Fall, man sieht jetzt hier, wir bleiben ja weiterhin jetzt nur am Beispiel des Monatscharts, ist egal in welchem Tagesbereich oder 4-Stunden-Bereich wir das jetzt visualisieren würden. Es geht rein nur jetzt mal um die Darstellung, inwiefern mir dieser Indikator ein Stück weit irgendwie etwas signalisieren kann. Das heißt also auch, wenn wir auch auseinanderdriftende Boll 1 und Boll 2, sprich also Boll 1 und Boll 2 hier in dem Bereich, diese zwei
Bänder, die auseinandergehen, sehen, haben wir natürlich kurz davor, vor dieser dann schon etwas größeren Weitung, mit einer Kursbewegung zu rechnen. Auf einem 5-Minuten-Chart oder auf einem 4-Stunden-Chart oder auf einem Stunden-Chart, also je kleiner dann hier der Timeframe ist, sprich der Zeitrahmen ist, wird das noch ein bisschen deutlicher. Dementsprechend könnte man an diesem Fall auch etwas näher reagieren auf diese Überkauftheit und Überverkauftheit, die da aktuell ist, und könnte dementsprechend entgegensetzen, beispielsweise wenn ein überkaufter Markt signalisiert wird, wie er das zum Beispiel hier in diesem Bereich ist, könnte man mit einer Shortbewegung in den Markt gehen. Und in dem Fall, wenn ein Markt stärker überverkauft ist, also deutlich unterhalb der gleitenden Durchschnittslinie liegt, könnte man mit einem Long Setup in den Markt gehen. Also das ist nur rein zur Visualisierung. Ich persönlich finde die Bollinger Bänder nicht so scharf einstellbar wie beispielsweise der RSI. Wir können das hier auch nochmal gerne kurz übereinander legen, um zu erläutern, was ich hiermit meine. Auch nochmal hier den relativen Stärkeindex nochmal drüber legen. Und dann nochmal hier drauf packen. Die Katerbreite nochmal ganz kurz anpassen. Und die Farbe hat sich nicht geändert. Was ist hier passiert? Habe ich nicht anwenden gedrückt. Wahrscheinlich. So. Wenn wir jetzt beispielsweise nochmal hier den Timeframe auch nochmal ändern, um zu zeigen, inwieweit kann beispielsweise ein Indikator auch hier ein bisschen klareres Signal liefern, dann kann ich jetzt zum Beispiel hier mal auf einen kurzfristigeren Bereich gehen, sagen wir mal einen Tageschart, und gehe zum Beispiel auf 5 Minuten und aktualisiere nochmal. Dann bekomme ich beispielsweise bei einem kurzfristigeren Chartbereich, bleiben wir mal beispielsweise 5 Minuten bei und aktualisieren nochmal. Dann bekommen wir beispielsweise bei so einem Chart ein etwas saubereres Bild und können dann beispielsweise für uns hier etwas sauberer auch sehen, wann ein Basiswert überkauft und wann er überverkauft ist. Hier in dem Bereich sind wir zum Beispiel in die Richtung 70, also stark in dem Bereich, fast in dem Bereich des Überkauften. Und hier beispielsweise sind wir im Bereich der 23, also im stark überverkauften Bereich, sprich also überverkaufter Bereich, indiziert ein zu favorisierendes Long Setup. Das nur dazu. Man sieht hier auch in dem oberen Chartbereich dann, wenn man hier beispielsweise die untere Nadel ja sieht, dass es hier zu dem Zeitpunkt zumindest ein zu favorisierendes Long Setup hier gab. Wir befinden uns hier in einem 5-Minuten-Chart. Es geht halt hauptsächlich nur mal darum zu erläutern, inwiefern kann ich diesen Indikator auch ein Stück weit dafür nutzen, für mich Long- und Short-Setups generieren zu lassen. Ob das jetzt eine RWE-Aktie ist oder ob das eine K+S-Aktie ist oder eine Volkswagen oder von mir aus ein DAX-Chart oder ein Euro-US-Dollar-Chart. Es geht rein bei jedem Basiswert einfach nur darum, wie dieser Indikator hier mir in irgendeiner Form ein Long- oder Short-Setup-Szenario quasi ja mir auswirft. Das zu diesem Punkt des Bollinger Bands im Vergleich mit dem RSI. Und dann haben wir noch einen relativ ähnlichen Indikator. Den werde ich jetzt einfach noch mal drüber legen, um es ein wenig schneller zu machen. Auch hier nochmal Studie
Dann gibt es hier den Williams. Hat nichts mit der Williams-Christbirne zu tun. Dann können wir den auch nochmal hier drauf packen. Und dann wird er uns auch nochmal hier angezeigt. Und da wechseln wir auch nochmal zurück in den Max. Starten wir den Monatsbalken und aktualisieren nochmal. So. Das sieht ein bisschen blöd jetzt gerade aus. So. So. Egal, welche Chart und welche fetten Kerzen wir jetzt sehen, es geht hauptsächlich um die Signallinie, die wir unten jetzt beim Williams R-Prozent sehen. Und diese Signallinie hier, die wir hier auch sehen mit 25, 50, 75, weicht nichts anderes auch nochmal aus auf sogenannte überkaufte und überverkaufte Märkte. Also auch hier ist diese Williams Percent R, wie er eigentlich im vollen Namen heißt, auch noch ein zusätzlicher Indikator, der ein bisschen Ähnliches macht wie der RSI und in irgendeiner Form ja auch wie der Bollinger Bands Indikator. Es geht hauptsächlich immer darum, in irgendeiner Form überkaufte und überverkaufte Marktsituationen auszumachen. Und es ist natürlich logisch, Williams Percent R heißt das Ding letzten Endes, weil der Herr, der das entwickelt hat, Williams hieß, so wie das immer so ist, dementsprechend die Namensgebung. Und prozentual letzten Endes dieser Indikator, egal in allen Zeitvarianten, ob das jetzt im Monatschart, im 4-Stunden-Chart oder auch im Wochenchart der Fall ist, weist uns letzten Endes aus, wann eine überkaufte und überverkaufte Marktsituation zu finden ist. Gehen wir nochmal auf den DAX-Chart zurück und und gehen hier beispielsweise nochmal auf ein 3-Monats-Chart und ändern die Ansicht nochmal. Und dann sehen wir hier nochmal ein wenig besser hier, wie diese rote Signallinie eine überkaufte Marktsituation letzten Endes hier mit diesem roten Endpunkt hier in dem Bereich, klicken wir drauf. Bekommen wir auch noch einen Wert angezeigt. Oben links im Kästchen, in dem wir hier schon einen sehr starken, überkauften Markt signalisiert bekommen. Ja, bei den meisten Handelssystemen, so ist es auch bei der TWS, sind die gängigsten Indikatoren mit eingebaut. Ich habe mir erlaubt, Ihnen eigentlich die gängigsten, auch die wichtigsten meines Erachtens mal vorzustellen. Jederzeit natürlich Fragen sind auch noch für das weiterführende Webinar in Richtung Fundamentalanalyse. Es gilt genauso für die anderen Webinare natürlich dazu, dass man immer wieder auch Zwischenfragen auch gerne mal stellen soll, wo man irgendetwas findet, wo man vielleicht noch was nachlesen kann und wo man beispielsweise noch eine genauere Beschreibung mal findet, gebe ich gerne auch Hinweise. Dafür sind wir letzten Endes da. Wir wollen ja Ihnen da ein bisschen was beibringen, beziehungsweise Ihnen auch zeigen, wo man das notfalls auch nochmal nachlernen kann oder nachlesen kann. Merke, man muss nicht immer alles 100% auswendig können. Man muss immer nur wissen, wo es steht. Und wir befinden uns in einem Zeitalter, wo wir tatsächlich wirklich ansatzweise alles über Google herausfinden können. Das ist ein wunderbares Tool. Und so gilt das auch für die charttechnische Analyse, gerade da. Es gibt sehr viele Seiten. Der eine beschreibt es einem, wie man es überhaupt nicht versteht, der andere beschreibt es einem, wie man es super schnell versteht. Deswegen kann man da letzten Endes sehr schnell für sich die schönste Seite herausfinden. Werbung für den einen oder anderen Marktteilnehmer draußen werde ich jetzt nicht machen, aber wer da gerne nochmal nachhaken will, der kann gerne nochmal bei mir nachfragen. Ja, ich würde vorschlagen, wir haben 19.30 Uhr und belassen uns jetzt mit diesen Punkten dabei. Nochmals Ankündigung, Fundamentalanalyse. Wir werden uns definitiv auch mal beispielsweise draußen frei am Markt, wo wir irgendeine Aktie uns raussuchen, eine Bilanz einfach mal kurz anschauen. Wir werden uns anschauen, wo finden wir überhaupt schnell diese Daten.
letzten Endes, wir haben ja Publizitätsgrundsätze da draußen, eine große deutsche AG hat eine Website und auf jeder Website gibt es den Bereich Investor Relations. Und in jedem Bereich Investor Relations finden Sie Geschäftsberichte, Sie finden die ganze Rechnungslegung, Sie finden sogar Prognosen, Sie finden Dividenden der letzten Jahre, die ausgezahlt wurden, Ausschüttungssummen. Sie finden sehr viele fundamentale Daten eben schon allein auf diesen jeweiligen Firmenseiten. Und das wollen wir uns ein bisschen genauer angucken, wie wir da schnell überhaupt sowas finden und was uns das zumindest ansatzweise auch sagen kann. Als Abschluss, als abschließendes Wort nochmal kurz zu dem Punkt Analyse. Wie es überall so ist im Leben, so ist es bei der technischen Analyse, genauso wie bei der fundamentalen Analyse, auch bei der Sentimentanalyse. Wenn jeder für sich in irgendeiner Form sofort da den Heiligen Gral drin entdeckt, dann wären wir alle auf der Südseeinsel und hätten einen wundersamen, dauerhaften Urlaub. Aber auf der anderen Seite muss man halt eben leider auch sagen, ob das jetzt die Chart-Analyse ist oder auch die Fundamentalanalyse, wenn wir in eine Bilanz blicken, wir sehen immer die Vergangenheit. Das ist definitiv immer die Vergangenheit, die wir sehen. Wir sehen Abschlusszahlen, das heißt also die Zahlen, die für das letzte Quartal oder für das letzte Halbjahr ausgewiesen werden. Und bei der Chartanalyse ist es genauso. Ob Sie jetzt einen Tickchart verwenden, ob Sie einen Minutenchart verwenden, einen Stunden-, vier Stunden-, Tages- oder Wochen- und Monatschart, Sie sehen die Vergangenheit. Und aufgrund dieser Wahrscheinlichkeitsberechnungen und technischen Indikationen versuchen wir uns natürlich auf diese Art und Weise ein wenig Kursprojektionen und Kursanalysen quasi zu erstellen. Und das erleichtert uns allein schon mal deshalb ein wenig das Leben bei der Vermögensanlage und bei der Spekulation, weil es mittlerweile tatsächlich ein gewisses Fünkchen von Self-Fulfilling Prophecy ist, sprich selbsterfüllende Prophezeiung, weil der Markt draußen immer elektronischer ist. Es gibt keinen mehr, der persönlich Buy und Sell drückt, sondern es ist unheimlich viel automatisiert und unheimlich viele Handelssysteme sind da draußen unterwegs. Und aus diesen Gründen sollten wir uns ein Stück weit mit diesen Waffen in Anführungszeichen auch ausrüsten und diese verstehen lernen. Und deswegen machen wir ja auch diese Webinare, damit Sie da ein bisschen mehr den Durchblick auch bekommen, was den Markt angeht, der da auch nicht immer so ganz einfach ist. Ich bedanke mich für das zahlreiche Zuhören und hoffe auf den 8.4., wo wir uns zur gleichen Zeit, zur gleichen Uhrzeit natürlich auch wieder hören werden. Bis dahin, besten Dank und eine erfolgreiche Anlagezeit. Tschüss!